Die Schwerfälligkeit des Kaffertemperamentes. Ein Eintrag im Persönlichkeitslexikon und eine Ausgabe des Ayurveda-Podcasts von www.yoga-vidya.de. Das Kaffertemperament ist eine der Grundtemperamente im Ayurveda. Ayurveda spricht von Vata, das Luftelement, Pitta, das Feuerelement, und Kapha ist das Erdwasserelement. Kapha hat wiederum zwei verschiedene Ausprägungen. Es gibt das Kapha-Temperament als Gemütlichkeit und es gibt das Kapha-Temperament als Regelorientierung. Man könnte sagen, Kapha-Temperament hat eine gewisse Extravertiertheit, dann ist es vielleicht ein bisschen Gemütlichkeit, eine gewisse Geselligkeit mit Menschen, die man kennt. Und es gibt das Kapha-Temperament als introvertiert und das ist dann oft eine starke Regelorientierung. Man würde auch sagen, hohe Gewissenhaftigkeit bei Beständigkeit, das ist das Kapha-Temperament. Beide, sowohl die Gemütlichkeit als auch die Regelorientiertheit, die Gewissenhaftigkeit, sind beide Merkmale des Kapha-Temperamentes und sind beide Schwerfälligkeit. Also, wenn du jemanden kennst, der Kapha-Temperament hat, vielleicht liebst du ihn, weil er so ruhig und gemütlich ist, dann ist diese freundliche Gemütlichkeit ausstrahlt, oder vielleicht liebst du ihn, weil er sehr korrekt arbeitet, weil er immer 100% zu dem steht, was er sagt, dann musst du wissen, parallel hat er auch eine gewisse Schwerfälligkeit. Umgekehrt, wenn du dich über jemanden ärgerst, der so schwerfällig ist, dann sei dir auch bewusst, zu seinem Temperament gehört nicht nur die Schwerfälligkeit, sondern er hat eben auch entweder eine Gemütlichkeit, eine Beständigkeit, eine Ruhe, eine Ausdauer, eine Zuverlässigkeit. Das eine kommt oft mit dem anderen. Und so kannst du dich ärgern über die Schwerfälligkeit eines anderen oder du kannst überlegen, welche Fähigkeiten hat er oder sie. Und genauso angenommen, du selbst bist jemand, der von anderen gerne als schwerfällig angesehen wird. Dann ist auch mal wichtig, dass du erkennst, ja, im Verhältnis zu anderen bin ich schwerfällig. Aber meine Schwerfälligkeit hat auch etwas damit zu tun, dass ich zuverlässig bin, beständig, ruhig, dass ich Dinge tief durchdenke. So könntest du dir also auch, wenn dir die Schwerfälligkeit vorgeworfen wird, kannst du dir auch eine Strategie einfallen lassen. Kannst sagen, ja, ich mag etwas schwerfällig sein, dafür bin ich aber auch zuverlässig. Es mag sein, dass ich länger brauche, bis ich in die Gänge komme, aber dafür, wenn ich was versprochen habe, dann halte ich es auch. Es mag sein, dass ich länger überlege, ob etwas angemessen ist und dafür wird aber auch vermieden, dass dort Fehler gemacht werden. So, sei dir bewusst, was deine besonderen Fähigkeiten sind oder was die Fähigkeiten des Menschen sind, mit denen du zusammenwirkst. Natürlich, sei dir auch bewusst, eine zu große Schwerfälligkeit nervt die anderen. Ich sage auch gerne, sei dir auch bewusst, wo dein Temperament vielleicht eine Zumutung für andere ist. Und lerne auch, manchmal die Grenzen deines Temperamentes zu überschreiten. Auch als Kaffertyp kannst du ruhig auch mal schneller sein. Auch als Kaffertyp kannst du dich ruhig auch mal etwas mehr bewegen. Auch als Kaffertyp kannst du mal über deine Grenzen hinausgehen und du kannst auch mal schneller sein. Also Kaffertemperament hat eine Neigung zur Schwerfälligkeit, aber das hat auch seine Vorteile. Und manchmal überlege, was sind deine Stärken und nutze deine Stärken. Oder was sind die Stärken deines Kollegen, der Kaffertemperament hat. Und manchmal, wenn du selbst Kaffertemperament bist, dann geh auch mal aus dir heraus und sei auch mal flotter.